Hallo! Hallo! Ja. Wir sind anders als sonst. Nämlich in Weihnachtsstimmung. Ne? Ja. Wir, Piranhas, also zwei davon. Ja. Weihnachten ist ja immer eine besondere Zeit. Ne? Stimmt. Ja. Finde ich schon. Was ist denn da besonders? Außer, dass Jenny eine Mütze aufhat. Also ich finde besonders die Vorweihnachtszeit irgendwie immer ganz schön. Jetzt habe ich irgendwie ein paar Leute kennengelernt, die sagten, Weihnachten, hau mir ab mit Weihnachten. Geh mir weg mit die Scheiße. Aber mir ging das nie so. Ich fand Weihnachten immer ganz cool. Ja, natürlich. Ja, ich habe auch schon im November alle Geschenke besorgt. Du hast schon im November alle Geschenke besorgt, ja. Weil ich nämlich gedacht habe, ich bin jetzt in der Mitte meines Lebens etwas klüger als früher und schreibe mir Weihnachtswünsche schon auf im Laufe des Jahres. So was sagt mir junges Gemüse hier, was in der Mitte des Lebens angekommen. Naja gut, zwei Kinder und Idioten am Start und Haus und Kind und Kegel und Weihnachtsbaum und so. Ne? Mhm. Habt ihr eigentlich einen Weihnachtsbaum? Macht ihr das noch? Also wir haben noch keinen hingestellt, ne? So geschmückt, das machen wir dann später. Oder ja, aber so, wir ne? haben einen, weil sonst weiß der Weihnachtsmann ja nicht, wohin mit den Geschenken. Ja, bei uns kommt der Weihnachtsmann, ne? Bei anderen vielleicht das Christkind oder so, ne? Ja, die helfen sich wohl gegenseitig, ja. Hab ich mir sagen lassen. Ja. Ich habe gelesen irgendwie in der Werbung, so und so viel 1000 Nikoläuse wurden jetzt schon vertilgt und bla und so. Was sind denn Nikoläuse? Der Nikolaus ist doch nicht der Weihnachtsmann, oder? Ja, aber ich glaube, das wird im allgemeinen Sprachgebrauch schon häufig durcheinander gemischt. Ne? Ja, wir haben ja hier so einen Spezial-Nico-Klaus, ne? Nico-Klaus. Der halt so ein bisschen, ja, erstens ist er lila, er ist eigentlich nicht... Bei diesem Weihnachtsmann erkennt man nicht, von welcher Marke er ist. Ach so. Mhm. Er könnte ein x-beliebiger lila Weihnachtsmann sein. Aber der Weihnachtsmann, die Farben kam ja von dieser komischen Cola-Marke da, ne? Also kann sein, ja. Keine Ahnung. Da gibt es unwahrscheinlich viele Geschichten, die ich gesehen. Eigentlich hatte ich auch vor, die Verpackung wegzutun und einfach nur die Schokolade dahin zu stellen. Ja. Damit man sagt, okay, das könnte jetzt wirklich ein x-beliebiger Weihnachtsmann sein. Aber auf einmal, schwupps, war die Schokolade weg. Jeder Spacken erkennt sofort, dass sie die Schokolade schon längst aufgefressen hat, ne? Aber als Deko muss das Ding halt trotzdem. Okay, was wünschen wir uns denn als Gamer unterm Weihnachtsbaum? So, Weihnachten ist ja auch immer so die Zeit, wo man tatsächlich viel Zeit hat, zu Hause sitzt und draußen ist halt kalt und so. Ne? Wir haben auch schon mal weniger als 100 Leute gefragt, ob sie irgendwelche Saisons haben, wo sie halt spielen und so. Dem war wohl nicht wirklich so, ne? Mhm. Aber trotzdem ist es irgendwie immer so ein Mythos, so knisterndes Lagerfeuer draußen, schneit's und so und man sitzt drin und zockt Computerspiele. Ne? Ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass gar nicht so viele Leute Computerspiele unterm Weihnachtsbaum liegen haben. Warum nicht? Weil ich ganz objektiv aus meiner eigenen Sicht das sehr selten wahrgenommen habe. Also eines der coolsten Weihnachtsgeschenke, die ich damals hatte, war meine erste Konsole. Das war ein Gameboy. Oh. Ja, ich hatte einen Gameboy unter dem Weihnachtsbaum liegen. Und dann dachte ich, wie cool ist das denn? Das Ding, da kann man ja richtig mit zocken. Und vor allen Dingen brauche ich, um damit zu zocken zu können, nicht den PC meines Vaters. Und das fand ich ziemlich cool. Und dann haben sich so nach und nach die Gameboy-Spiele angehäuft. So. Am Ende hatte ich 16. Oh. Ja, 16. Und die habe ich auch noch. Und den Gameboy habe ich auch noch. Habe ich jetzt nicht mit. Aber tatsächlich, das Ding funktioniert auch noch. Mm. Ne? Meine erste Konsole, ja, wenn man das so nennen darf. Ich habe zu Weihnachten, glaube ich, einen C64 bekommen. Wow. Ja. Und den habe ich dann auch gespielt damit, schon noch vor Weihnachten, weil, ja, müssen den ja jetzt nicht einpacken, ist ja albern, du weißt ja, was du kriegst und so. Und dann habe ich schon vor Weihnachten damit rumgefrudelt und gezockt und bla. Natürlich hatte ich da noch nicht so viele coole Spiele am Start und hin und her und so. Da musste ich erstmal den Kumpel anrufen und sag mal, hasse mal. Mhm. Ne? Und wisst ja, wie das so ist, ne? Aber unterm Weihnachtsbaum dann... war dein erstes Spiel. War mein erstes Spiel, ja, das ist richtig. Weißt du noch, welches das war? Ja, das war eine Atari-Konsole tatsächlich mit, es war mit Space Invaders und das Schlimmste war dieses Abkacker-Spiel, wo man eigentlich nicht gewinnen konnte, nur sterben. Das war
Missile Command, genau, richtig. Da musst du halt verhindern, dass irgendwie die Städte bombardiert werden. Da kommen die ganzen komischen Raketen und wollen irgendwie deine Stadt zerbomben und du musst halt die Raketen abschießen mit Gegenbomben und naja, irgendwann ist man halt trotzdem platt, ne? Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit und aber trotzdem gespielt habe ich das bis geht nicht mehr. So, ne? Das ist krass. Ich hatte, also das habe ich tatsächlich nie gespielt, aber es gab damals dieses Spiel, wie hieß das nochmal? Wings of Fury? Das war auch, das klingt so ähnlich irgendwie, aber es war halt so eine Art, Side-Scroller ist falsch, aber das ist im Grunde genommen auch so 2D irgendwie und du konntest immer so von einer Insel zu Insel und manchmal auf so einem Schiff und so. Ja. Und dann kamen von rechts die Gegner und links konntest du dann versuchen, die abzuschießen irgendwie. Dann musstest du solche Inseln befreien irgendwie und da die ganzen Püppchen tot machen und sowas. Das hat richtig Spaß gemacht damals. Pixelgeballer. Mhm. Ja gut, und heute? Wie ist das heute? Schenken wir uns denn Computerspiele? Ab und zu, ja, tatsächlich, aber selten. Ja. Weil, ich glaube, das liegt daran, irgendein tolles Spiel kommt raus, meistens nicht kurz vor Weihnachten, sondern in der Regel einen Monat früher und dann wird es schon gekauft. Ja, das stimmt, ja. Ne? Also irgendeiner hat es dann auf dem Zettel und dann bis dahin durchzuhalten, ist ja dann so. Ne? Mhm. Ja, dem schenke ich dann das und das und so. Das ist irgendwie die Krux auch der Eltern so. Ja, also wir sind ja jetzt auch Eltern und unser Sohn, der spielt jetzt Mario, Super Mario World, Maker 2, ne? Super Mario Maker 2, genau. Genau, und den haben wir halt eine Switch gekauft irgendwann. Selber habe ich die noch gar nicht benutzt. Mhm, ach, ich schon. Du hast Zelda schon gespielt? Zelda, nein. Hä? Nee, das hat er sich ja vom Weihnachtsmann zu Weihnachten gewünscht. Ja. Jetzt momentan hat er nur Super Mario Maker 2 und diese ganz alten NES-Sachen irgendwie, die kannst du freischalten auf der Switch. Du willst mir sagen, unser Sohn hat sich die Switch zu Weihnachten gewünscht. Nein, Zelda hat er sich vom Weihnachtsmann zu Weihnachten gewünscht. Ja. Und dann gucken wir mal, ob der Weihnachtsmann ihm das schenkt. Er spielt doch schon ein paar Monate mit dem Ding. Mit der Switch schon, aber er hat ja bisher nur ein richtiges Spiel. Ja. Und die halt die alten, ne? Der kann bestimmt jetzt auch dieses Missile Command spielen, wenn er wollte. Ich glaube nicht, dass er das tut. Ja. Ja, was machen wir denn in den Ferien, hast du hier aufgeschrieben? Also, wir sind momentan, was unser Projekt angeht, in einem Status. Wir haben die legendäre Christmas Edition gebaut. Mhm. Ja. Was ist das? Das haben wir schon öfter mal erwähnt oder so. Da kann man das Ding schon spielen. Ja? Funktioniert zwar alles noch nicht so richtig, so, ja, aber weil halt die Sprachaufnahmen und so irgendwann gemacht werden und die Übersetzung davon und dies und das, braucht man halt eine Menge Zeit. Ja, um das dann alles aufzubereiten und so. Und wir müssen irgendwann aufhören, Dialoge zu schreiben, Quests zu designen und so weiter und müssen uns darum kümmern, ja, dass die Welt gut aussieht, dass die ihre Tagesabläufe kriegen, die Püppchen, dass wir halt irgendwie zusehen, dass das Ganze rund wird, dass wir die Sachen verteilen, dass wir... Warum grinst du? Weil du Püppchen sagst. Ja, Püppchen. Du hast doch Püppchen gesagt, ja, oder nicht? Ja, die Püppchen. Mhm. Und Zeugs, ja. Das heißt also, dass wir da tatsächlich noch wirklich massivst Arbeit reinstecken müssen. Der Storybereich muss als erstes anfangen, muss als erstes fertig sein und ist noch als letztes noch dran, irgendwelche Sachen zu machen. Das ist einfach so. Ne? Und das ist super viel Arbeit, ja. Ja, wieso? Ihr habt ja jetzt die Dialoge fertig. Ne? Mhm. Habt ihr ja nichts mehr zu tun. Habt ihr ja nichts mehr zu tun, natürlich, ja. Aber wir haben auch die Dialoge noch nicht ganz fertig. Da fehlt ja auch noch was, ne? Mhm. Da fehlt noch der ganze Füllstoff und generischen SVMs, also die Standard-Voice-Module nennen wir die, so wie ne? Oder irgendwie, jetzt bist du dran und so ein Zeug, das muss ja auch noch gemacht werden. Und trotzdem kann man das Ding schon spielen. Mhm. Ne? Also die Story kann man eigentlich durchspielen? Die kann man durchspielen, ja. Aber man muss sich das so vorstellen, der Level ist momentan noch weitestgehend viel Pläne. Ja. Da stehen dann überall gleich aussehende Püppchen dann rum, ne? Das heißt, Frauen sehen immer noch aus wie Männer. Ne? So, ne, das sind die, so diese Platzhalter. Ja. Und da kann man da hingehen, ne? Der hat aber schon seinen Namen darüber, dann kannst du den anklicken und das spielen und so tun, als könntest du auch schon craften und kämpfen, ja? Dann ja. Tust du halt so, als wäre das da und kannst die Geschichte des Spiels schon durchstellen. Und die stehen auch schon im Grunde genommen an richtigen Ort, aber die Location ist halt noch nicht da. Das heißt also, jeder kann das Spiel schon mal spielen und kann so ungefähr so ein Gefühl dafür entwickeln, wie es nachher am Ende sein würde. Mhm. Ne? Mit sehr vielen Baustellen und das ist halt fertig alles und so weiter. Ja. Aber genau das machen wir
über die Feiertage, dass wir uns unser eigenes Spiel angucken und noch zocken. Ja. So, ne? Das ist dann immer der, so der Klassiker, gerade bei so einer Christmas Edition. Das ist immer eine ganz bestimmte Version, nämlich die, die wir jetzt gebaut haben, mitten in der Produktion. Ja? Irgendwann am Ende, wenn die Sprachaufnahmen nochmal drin sind, dann irgendwann gibt es dann auch wieder sowas wie so eine Edition, ja, wo man dann halt irgendwo, wo der ganze Kram dann nochmal so einen Schub kriegt, weil wenn Sprachaufnahmen drin sind, dann ist schon ziemlich... Also technisch kannst du das Spiel schon spielen und irgendwann sieht es dann auch aus wie ein Spiel. Es sieht aus wie ein Spiel, es hört sich an wie ein Spiel und es fühlt sich an wie ein Spiel. Genau. Und vorher ist halt irgendwie alles noch so ein bisschen... Platzhaltermäßig, genau. Ja, das ist schon ziemlich cool. Ja. Das heißt, wir sind immer noch mitten in der Implementation, aber jetzt kriegt man schon so ein Gefühl dafür, wie es später aussieht. Genau. Ja. Was ist das beste Weihnachtsgeschenk? Ja. Bezogen auf Zocken jetzt, ne? Eine Konsole? Ist schon ziemlich cool. Eine coole Grafikkarte? Hast du schon mal irgendwie Hardware verschenkt? Nie. Habt ihr schon mal Hardware verschenkt? Nee. Ich glaube noch nie. Entweder ganz oder gar nicht. Also gekriegt von den Eltern habe ich ja gerade schon mal, habe ich schon, ne? Aber nicht Einzelteile. Selber verschenkt? Nee, weil das ist immer so, was soll man dem anderen schenken? Der hat doch immer alles, ne? Mhm. Das ist so der Klassiker, oder nicht? Ja, gut, wenn du jetzt irgendwie so einen richtig geilen Gaming-PC, ja, lässt nachher noch darüber unterhalten, wie teuer irgendwie der Kram ist, wenn du irgendwie so High-End kaufst, ne, nimmst du so 800 Euro in der Hand und denkst, doch komm, das muss reichen. Ja. Wem schenkt man denn irgendwie was für 800 Euro? Das ist ja total bescheuert. Ja, gut, es gibt Leute, die mögen das vielleicht tun, ne? Ja. Warum auch nicht? Ja, aber es ist schon nicht. Wenn man sich besonders mag, 800 Euro. Ich fand jetzt schon die Switch zum Geburtstag ganz schön teuer. Ah, zum Geburtstag hat er die gekriegt. Gut. Zum Geburtstag. Der hat ja auch kurz vorher Geburtstag. Mhm. Ne? Oktober. Ja. Ist ja auch immer so eine Sache. Geburtstag und Weihnachten auf den ähnlichen Termin, da kriegt man dann zweimal geschenkt oder irgendwie, ja, wir schenken dir einmal was und dann ist Ruhe für den Rest des Jahres. Ist auch nur doof, ne? Naja, der Herr hat zwei Freunde irgendwie, die haben tatsächlich irgendwie zur Weihnachtszeit Geburtstag. Mhm. Und da könnte man ja dann sagen, komm, du hast nur einmal irgendwie jetzt Party, dann kriegst du jetzt was Größeres oder sowas, ne? Und dann kriegst du dann Hardware, dann kriegst du dann einen PC hingestellt oder eine neue Konsole oder sowas, ja? Keine Ahnung. Ja, als wir Kinder waren, da war das so, ne? Mittlerweile ist man erwachsen. Schenkt man sich als Erwachsene gegenseitig sowas? Macht man das? Oder hat man nicht eher Angst? Das ist nämlich immer mein Ding. Man hat immer Angst, der andere, der hat sich das schon längst gekauft. Kommt ein neues Spiel raus irgendwie, Riesenbohai, und so, boah, ein neues Spiel kommt raus. Und die sind gerade zu Weihnachten, ziehen die alle nochmal an mit Winter Sale und ne? Irgendwelche tollen Spiele, die rauskommen und so. Und dann hat man dann irgendwie demjenigen, hier, habe ich dir gekauft. Oder, ja, habe ich doch schon. Mhm. Spiel ich doch schon seit einer Woche, bin schon fast durch. Das ist doch kacke, oder? Hör den Leuten genau zu, sie reden über die Welt. Ich habe ihm jetzt vor zwei Wochen verboten, sich was zu kaufen. Ja. Also wenn du jetzt irgendwie noch weiter kaufst irgendwie, dann ist überhaupt gar keine Überraschung mehr übrig. Ja, dann krieg ich Socken. Von mir aus, wenn du die brauchst. Gibt ja auch so Leute, die sagen, wir schenken uns nichts dieses Jahr, ne? Ja, das funktioniert ja nie. Ah, ich habe schon ein paar gehört, bei denen es offensichtlich funktionieren soll. Becky hat das behauptet. Ja, der Bodo Henkel hat das diese Woche noch gepostet. Ja? Irgendwie, Bodo ja. Henkel. Ja, der hat gesagt, irgendwie, das ist doch die Zeit, wo irgendwie alle sagen, und ich dachte, wir schenken uns nichts. Ja. Ja, das ist doch gut. Ja. Aber ich finde es auch schade irgendwie so. Also diesen Wahn zu verfallen irgendwie, auf die letzten 5 Minuten irgendwie über den Weihnachtsmarkt zu rennen und denken, oh, was könnte passen, finde ich auch total blöd. Ja. Aber wenn man eine schöne Idee hat oder sowas, finde ich dieses irgendwie, da liegt ein Päckchen, du weißt es für dich, du weißt aber nicht, was drin ist, finde ich schon toll irgendwie. Freue mich. Winter Sale hast du hier gesagt oder Weihnachtssales, ne? Wirkt das bei uns? Ja. Ja, was heißt denn wirken? Was meinst du damit genau? Naja, wenn jetzt irgendwie diese ganzen Sales sind ja kurz vor Weihnachten schon da, ne? Dann gibt es erstmal irgendwie diesen Cyber Monday und dann gibt es noch irgendwie den Black Friday und dann gibt es noch irgendwie den Winter Sale und bla. Das heißt, selbst wenn Spiele alt sind, ja, und ihr die nochmal kauft, bringt uns das was, auf jeden Fall. Und ja? Wir kaufen auch selbst, ja. Also ich habe jetzt im Sale tatsächlich... ein Weihnachtsgeschenk für meinen Vater gekauft. Ich glaube, der guckt diese Sendung nicht, deswegen kann ich es, glaube ich, verraten. Also mein Papa, der bekommt zum Beispiel eine Alexa. Oh. Ja, ich weiß. Wenn einige sagen, was, irgendwie... Computer, Ausgang. Mhm. Keine Ahnung, ob mein Papa jetzt so spannende Dinge zu erzählen hat. Aber ja, das Ding kann einiges, und weil der immer so gerne tagsüber irgendwie Radio hört, ne, und dann mit seinem alten Radiorekorder da irgendwie... Dachte ich, ist ja cool, wenn er dann auf der Couch sitzen kann und sagen kann, spiel mal das Lied, bla von Blub. Mhm.
das fand ich cool. Und das Ding kann auch irgendwie Kochrezepte und so. Und dann kann meine Mutter da nebenbei irgendwie backen oder was. Voll das Klischee. Ja, wo wir bei Klischee sind, wie sieht Weihnachten denn bei uns aus? Ja, familial, ne? Klassisch. Ich würde sagen, sehr, sehr klassisch irgendwie. Heiligabend kommt Oma. Ne? Und dann wird erstmal lecker gegessen. Was eigentlich untypisch bei uns zu Hause war, weiß nicht, was gab es bei Heiligabend bei euch immer zu essen abends? Ja, es gibt ja den Klassiker Kartoffelsalat und Würstchen. Den gab es bei uns nicht, sondern bei uns gab es immer irgendwas, Kaninchen, Gans, glaube ich, ab und zu mal, aber meistens Kaninchen. Heiligabend schon, ja? Ja, Kaninchen. Also bei uns gab es Heiligabend tatsächlich Hähnchen. Und zwar fast immer. Hähnchen mit Curryreis war das häufigste. Oder tatsächlich Hähnchen mit Kartoffelsalat. Okay. Und zum ersten Weihnachtsfeiertag, da gab es dann irgendwas Fettes, eine Gans, Ente, irgendwas in der Art. Was Fettes. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir haben das jetzt so ein bisschen abgeändert irgendwie. Bei uns gibt es zu Heiligabend nämlich Raclette. Weil das so praktisch ist mit den Kindern. Da kann sich nämlich jeder seine Fännchen da zusammen machen. Und dann ist jeder glücklich. Und außerdem kannst du später dann nochmal essen. Das ist auch schön irgendwie. Ja, während dieser ganze Heiligabend irgendwie, ja, dann werden schöne Weihnachtslieder gesungen. Ja, ne? Gitarre raus. Ne? Gitarre gespielt. Hausaufgabe. So, genug der Fresserei. Ne? Hast du eine Community-Frage? Bestimmt. Eigentlich haben wir mit dieser kompletten, ich kann ja mal zwei nehmen, weil die eine Frage, die haben wir schon beantwortet. Ich lese sie trotzdem vor, weil ich sie so schön fand. Ich habe eine Frage, ich hoffe, die ist nicht zu persönlich. Oh. Mir schleicht sich das Gefühl ein, dass ihr ein Paar seid. Kann das sein? Wenn ja, wie lange seid ihr zusammen? Und wie habt ihr euch kennengelernt? Okay, das zweite kann man ja sogar gelten lassen. Also, nein, wir kennen uns nicht. Wir haben uns auf der Arbeit, nein, natürlich sind wir ein Paar. Was labert die da mit Scheiß, ne? Entschuldigung. Ist ja eigentlich schon. Ich habe zu viel Schokolade gegessen. Ja. Scheidungspapiere sind raus. Nein, wo haben wir uns kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt beim einem Live-Rollenspiel tatsächlich. Mhm. Ja. Aber wir sind ja Zocker, leidenschaftliche Zocker. Mhm. Und ich war irgendwie der Mörder vom Don. Und du warst die uneheliche Tochter vom Don. Ja, und du musstest irgendwie rausfinden, wer der Mörder ist, ne? Der Mörder meines Vaters. Ja. Ich hatte ihn fast. Aber dann war das Spiel zu Ende und einen Gedankengang, den habe ich nicht hingekriegt und deswegen hat er gewonnen. Ja. Mhm. Das haben wir auch immer so zur Weihnachtszeit gemacht, ne? So einen Tag vor Silvester. Wir haben mal einmal Silvester gefeiert irgendwie, da haben wir das neue Jahrhundert eingeläutet, und zwar das 1900 irgendwie. Das heißt, wir haben zweimal Silvester gefeiert, einmal einen Tag vorher und dann auch tatsächlich das Millennium 2000. Die Nachbarn hielten uns für bekloppt, als wir einen Tag vorher schon irgendwie Raketen gezündet haben. Aber es gehörte halt zum Live-Rollenspiel dazu. Ne? Haben wir sehr gerne gemacht. Das war immer sehr cool, ja, tatsächlich. Ne? Zusammengespielt haben wir auch einige. Ne? Das Mafia Live war das erste, aber wir hatten auch irgendwie. Wir hatten immer gerne so Horror-Dinger gemacht, Cthulhu oder Western hatten wir mal. Vampire. Ne? Und dann hatten wir mal hier so orientalisches Gedöns. Wir hatten mal Rom, ja. Da haben wir alle, sind wir alle mit Togas da rumgelaufen und mit Lendenschürze und haben uns dann in der Küche eingetempelt, ne? Mit dem ganzen Wein vom Italiener. Der hat so eine Flasche gestellt. Jeder hat dann Wein von der Pizzeria mitgebracht, ne? Ich möchte da nicht mehr drüber reden. Boah. Also das war schon ziemlich, ziemlich cool, ja. Ja, genau. Ja. Nächste Frage? Also soll ich dann tatsächlich noch zwei kommen, Alter? Ja, klar. Kann ich ja noch eine. Du hast doch gesagt, dann du willst zwei machen. Komm, dann nehme ich noch eine, kleine, liebe Piranhas, was für Mix benutzt ihr, hat einer gefragt. Also. Mix? Mikrofon. Ach, Mics, okay. Ne? Also du meinst jetzt nicht dieses coole Ding, was wir immer für unterwegs benutzen, oder? Das ist nämlich eigentlich gemogelt. Das ist ein normales Handy-Headset. Ja, ich habe jetzt hier mal, letztes Mal hatten wir Ton-Ton-Probleme mit dem Ding. Das hatte irgendwie keinen Bock zu arbeiten teilweise. Ja, hatte einen Wackelkontakt drin. Hatte einen Wackelkontakt, da muss ich mal ein neues Kabel besorgen. Und deswegen habe ich jetzt hier mein legendäres Mikro hier. Ne, kann das in meine Hand nehmen. So, hallo, hallo. Das ist eigentlich nur ein Headset vom
Handy. Handy, ne? Und da habe ich halt so ein Essstäbchen genommen von Sushi und so und habe dann da so ein Pöppel drauf und naja, das ist halt improvisiert. Aber das ist ja nicht gemeint. Was gemeint ist, ist die Dinger, die wir hier tragen. Genau, nehme ich auch an. Genau, diese Dinger, die haben wir im Grunde genommen einfach gegoogelt und übers Internet bestellt. Vorher hatten wir so ein paar schwarze, aber die schwarzen, die hatten immer Tonstörungen und außerdem hört man super gut, wenn man da reinpustet. Ja. Und weil... Und man hatte immer irgendwie... Jenny hatte immer eine schwarze Nase. Ja, das Problem ist, mein linkes Nasenloch pustet mehr als das rechte. Nee, wirklich jetzt. Ja. Und wenn ich das dann oben habe, dann puste ich mit der Nase. Wenn ich es unten habe, oder man sieht irgendwie mein Gesicht nicht richtig, wenn ich es unten habe, dann atme ich da mit dem Gesicht rein. Und wenn man es zu weit weg tut, dann hörte man nicht mehr richtig. Oder es fing an zu knacken, es war so richtig doof. Und diese hier, also die funktionieren wesentlich. Die Dinger sind halt handelsübliche Mikrofone, die man so kaufen kann. Ne? Mhm. Das ist jetzt nichts Besonderes. Nee, ich glaube, Schleichwerbung dürfen wir nicht machen, aber... Das hätten wir jetzt zu Silvester machen sollen. Gut, okay. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ja. Wir hoffen, dass ihr nächste Woche auch wieder dabei seid, wenn es heißt Piranha-Becken TV. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ja, das war jetzt Sudden Death, oder? Ne? Vielleicht ist der hat dir nichts getan. Der ging dir auf den Keks, oder was? Es juckte so eine Finger.